Ja, hallo, ich bin Eva Beatrice Förster. Heute mit dem Thema, wie kann ich mit Gefühlen umgehen? Und zwar gibt es zwei Art und Weisen, mit Gefühlen umzugehen. Ich habe dir den Zuhöraustausch vorgestellt. Ich verlinke dir dieses Video nochmal unter dem Video. Das ist eine Technik und es gibt natürlich noch ganz andere Techniken. Und ich möchte dir heute zwei grundlegenden Arten vorstellen. Ich muss dazu sagen, dieses Video ist inspiriert durch Christian Meyer, den ich ganz doll bewundere. Ich verlinke ihn dir auch unter meinem Video. Schau ihn dir an. Allein schon seine Stimme ist es wert, ihn sich anzuschauen. Also, aber jetzt mit meinen eigenen Worten. Die zwei Arten, wie du mit Gefühlen umgehen kannst, ist einmal ganz grob gesagt, von ihnen wegzugehen und die andere ist, in sie hineinzugehen. Ich erläutere beide kurz. Und zwar, die eine Variante von den Gefühlen wegzugehen, gibt es oft im Yoga oder in der Meditation. Und zwar ist dort die Idee, dass du zum Beispiel deine Gefühle eher so beobachtest, also du installierst so einen inneren Beobachter und die Gefühle, die dürfen einfach kommen und gehen. Und wenn ein Gefühl bleibt, kannst du das einfach als Energie wahrnehmen. Du kannst auch ganz einfach nur ganz aufmerksam es betrachten. Und dann kannst du einfach dich so ein bisschen wie so davon zurückziehen und kannst gucken, was ist noch da außer das Gefühl? Denn du bist ja nicht das Gefühl, du hast das Gefühl. Und zwar, wenn du schon mal so diese Erfahrung gehabt hast, dass es etwas in dir gibt, was sich ewig anfühlt, was sich ganz alt anfühlt, was sich ganz tief anfühlt, was sich ganz lichtvoll anfühlt. Ja, ich beschreibe das gerne als die Seele, aber wenn du da ein anderes Wort hast, kannst du auch deine Wurzeln nehmen, ja, oder du kannst Gott nehmen oder das Universum oder vielleicht spürst du das in der Natur. Also ich finde, diese Worte sind gar nicht so, für mich persönlich sind diese Worte nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass es für dich sich nach etwas anfühlt, was immer da ist, was schön ist, was sich gut anfühlt, was immer da ist, egal welche Gefühle du spürst, ja, also sowas Ewiges. Und in dieser Methode wegzugehen von dem Gefühl, gehst du eher mit der Konzentration dahin, was ich als Seele beschreibe, ja, also ich stelle mir immer so einen Lichtkern vor und merke einfach, ich bin dieser Lichtkern, ich bin nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich dieser Lichtkern, ich bin ewig. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, in das Gefühl reinzugehen. Das kann auch ein bisschen Angst machen und ich möchte auch, dass du dir da Unterstützung holst. Deswegen mache ich das zum Beispiel im Zuhöraustausch oder wenn du merkst, du bist deinen Gefühlen wirklich sehr ausgeliefert, mach das mit einem Therapeuten zusammen. Ja? Also such dir Unterstützung, weil das kann wirklich heftig sein. Ja? Aber wenn du sonst einigermaßen stabil bist, ja, und das tust und dieses Gefühl reingehst, kann da wirklich viel passieren, weil es kann sein, dass irgendwann sich das auflöst und was ganz anderes passiert. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht im Zuhöraustausch, dass wenn ich so mal ganz bewusst in ein Gefühl reingehe, es passiert irgendwann etwas anderes. Das ist wirklich ich finde es wie ein Wunder, weil man könnte ja auch sagen, wenn ich einmal in dieses Gefühl reingehe, dann werde ich da immer bleiben, ich werde für immer Angst haben, ich werde für immer wütend sein, ich werde für immer verzweifelt sein, was auch immer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, es ist nicht so. Und es ist übrigens auch bei Kindern so. Das kann sein, dass sie sogar mal eine Dreiviertelstunde heulen oder schreien, aber irgendwann verändert sich das und auf einmal sehen sie ein Schmetterling, das ist ein Schmetterling. Guck mal, Mama, das ist ein Schmetterling. Also das kann sich ganz schnell ändern und wenn man so richtig stark in Gefühl reingeht, kann es sein, dass es sich irgendwann auflöst, ja. Und das ist auch eine ganz wunderbare Erfahrung. Ja, das war es heute von mir zum Thema zwei verschiedene Art und Weisen mit Gefühlen umzugehen. Und natürlich gibt es auch Kombis davon. Also ich kann auch eine Meditation machen mit Gefühlen, wo ich in das Gefühl ganz stark reingehe. Aber ich wollte dir einfach mal so diese beiden groben Richtungen zeigen. Wenn dir das gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Und ja, bis bald, die Eva.